Millionen von Sowjetbürgern haben Josef Stalin verehrt. Doch ihr Respekt war eine Mischung aus Anbetung und Angst. Denn der Rote Zar war ein paranoider, brutaler und durchtriebener Tyrann. Josef Vissarionowitsch Dschugaschwili, bekannt als Stalin, regierte das riesige Sowjetreich mehr als 30 Jahre lang. Der Mann aus Stahl gründete seine Macht auf Terror und brachte die Massen gegen sogenannte Volksfeinde auf. Als außergewöhnlicher Taktiker trieb er sein Machtspiel bis zur Perfektion. Zunächst schaltete er seine Gegner aus und später seine engsten Mitarbeiter. Seine letzte Verschwörung hat Stalin über mehrere Monate vorbereitet. Sie ist ein Paradebeispiel für die politische Strategie des Vaters der Völker. Die Inszenierung der Ärzteverschwörung beginnt mit einem Prolog. In diesem Zusammenhang steht der plötzliche Tod von Andrei Stanow im Jahr 1948. Stanow ist herzkrank und soll sich in einem Krankenhaus des Kreml erholen. Aber am 31. August 1948 stirbt er dort an einem Herzinfarkt. Dem Protokoll der Kommunistischen Partei folgend ordnet Stalin ein großes Staatsbegräbnis auf dem Roten Platz an. Ein Jahr zuvor hatte Stanow als Vertreter der Regimeideologie eine historische Rede gehalten. Darin hat er die Welt in zwei feindliche Lager geteilt, Ost und West, Sozialismus und Kapitalismus. Das ist exakt Stalins Bild von der Welt. Er ist derjenige, der den Kurs bestimmt. Die Reden der Apparatschiks folgen Stalins schriftlichen Weisungen. Das gilt auch für Stanow. Die Grabrede hält einer von Stalins ältesten Kriegskameraden, Molotow. Die Bolschewiki und die Sowjetunion müssen einen schweren Verlust ertragen. Doch es gibt etwas, das nur Stalin weiß. Einen Tag vor dem Begräbnis hatte er einen vertraulichen Brief von Lydia Timatschuk bekommen, eine von Stanows Ärzten im Sanatorium. Angeblich hätten die anderen Ärzte die Herzschwäche ihres Patienten verharmlost. Diese Fahrlässigkeit könnte zu Stanows Tod geführt haben. Der Brief hat zunächst keine Konsequenzen. Stalin übergibt ihn dem Archiv. Er wird jedoch eines der Dokumente sein, an die Stalin später seine Ärzteverschwörung knüpft. Doch 1948 ist es noch nicht so weit. Zum passenden Zeitpunkt wird er sich an Lydia Timatschuks Brief erinnern und ihn für seine Zwecke benutzen. Die Ärzteverschwörung. Der sowjetische Staatsapparat unter Stalin kennt sich mit der Kunst der Manipulation bestens aus. Seine Methoden sind die eines totalitären Staates, der die Worte, Aktivitäten und Gedanken seiner Bürger überwacht. Dafür setzt Stalin den Geheimdienst MGB ein, den Vorgänger des KGB. Mit Hilfe seiner 10 Millionen Informanten sollen Systemkritiker aufgespürt werden. Die Ärzteverschwörung nimmt ihren Anfang in Moskau. Dort lebt ein Großteil der im Land anerkannten Mediziner. Die meisten sind jüdisch und gesellschaftlich privilegiert. Sie kennen sich untereinander und pflegen enge Freundschaften. Seitdem die Gesundheit sowjetischer Staatsführer zum Staatsgeheimnis erklärt wurde, werden die Ärzte polizeilich observiert. Wer nicht konform ist, lebt gefährlich. Wie das tragische Schicksal des Arztes Jakob Ettinger zeigt. Jakob Ettinger galt als einer der wichtigsten Kardiologen in Russland. Ein Spezialist, der bei der Behandlung von Krankheiten ganz neue Maßstäbe setzte. Aufgrund seines Berufes hatte mein Vater zu vielen anderen Ärzten Kontakt. Therapeuten und Chirurgen. Mein Vater hat Jakob Ettinger nach Hause eingeladen.
Ettinger war sehr gesprächig und unterhielt sich gern über Dinge, die sich in Regierungskreisen abspielten. Vater sagte zu ihm: Jascha, das wird kein gutes Ende nehmen. Und genau so war es dann auch. Er war ein Dickkopf und ein aufsässiger Mann. Er hatte eine eigene Meinung. Der MGB hat Ettingers Haus verwanzt. Sie haben ihn abgehört, als er sagte, wer auch immer die Sowjetunion von Stalin befreit, wird ein Held sein. Ettingers Sohn wurde auf der Straße verhaftet. Er war gerade auf dem Weg zur Universität oder zurück. Mein Vater wusste es sofort, denn er war plötzlich verschwunden. Ettinger erzählte seinen Freunden, was passiert war. Er war verzweifelt. Das war die übliche Masche. Sie schnappten sich eine Person, die demjenigen nahestand, den sie eigentlich festnehmen wollten. Und dann quetschten sie aus ihm alle Informationen heraus, die sie brauchten. Sie haben mich mittags in der Petrovstraße verhaftet. In der Wohnung hatte es ein Mikrofon gegeben. Es hatte all diese regimekritischen Gespräche aufgenommen. Ich habe sie erst geleugnet. Doch dann haben sie sie mir vorgespielt. Und ich konnte meine eigene Stimme hören. Es gab also einen Beweis. Fakten, gegen die man nichts mehr ausrichten kann. Daraufhin wurden erst mein Vater und dann meine Mutter festgenommen. Dr. Ettinger ist nicht etwa wegen eines Behandlungsfehlers verhaftet worden, sondern aufgrund sowjetfeindlicher Äußerungen. Es ist sicher, dass seine Verhaftung im November 1950 damit verbunden war. Im Gefängnis führt Michail Ryumin die Ermittlung gegen Ettinger. Ryumin spielt eine entscheidende Rolle für die Ärzteverschwörung. Er war der perfekte Stalinist. Das heißt, er hatte einen ungesicherten Arbeitsplatz, er hatte keine Ausbildung, keine Verwandtschaft in Moskau, aber er war gerissen, ohne intelligent oder gebildet zu sein. Ein primitiver Antisemit, so jemanden brauchte Stalin. Er war das perfekte Werkzeug. Ettinger musste intensive Verhöre über sich ergehen lassen. Lange Verhöre, mit nur wenig Schlaf. Währenddessen durfte er sich nicht setzen. Er musste stundenlang stehen, sodass seine Beine anschwollen. Hier steht, dass das Verhör um 4 Uhr morgens beendet war. Und das, obwohl das Protokoll nur 3 Seiten lang ist. Da frage ich mich, was hat Ryumin die ganze Zeit gemacht? Nach einem solchen Verhörmarathon im März 1951 geht Ettinger laut Aktenaussage zurück in seine Zelle, greift nach einem Stück Brot, das auf dem Tisch liegt. Er wird ohnmächtig, schlägt mit dem Kopf auf die Tischplatte und stirbt. Das war's. And that's it. In July
Im Juli 1951 schreibt Ryumin einen Brief direkt an Stalin. Angeblich habe Ettinger zugegeben, im Jahr 1945 als Arzt an der Ermordung eines hochrangigen Sowjetfunktionärs beteiligt gewesen zu sein. Sein Name war Alexander Scherbakow. Das Ganze war kompletter Unsinn, eine reine Erfindung. Wir haben die Protokolle der Verhöre. Darin fällt kein einziges Wort über einen sogenannten ärztlichen Missbrauch. Der Mann, der für den MGB die Ermittlungen durchgeführt hat, war Oberstleutnant Mikhail Ryumin. Damals hat er die Idee entwickelt, es könnte doch viel mehr gegen ihn vorliegen als nur antisowjetische Äußerungen. Der Fall hatte mehr Potenzial, zum Beispiel, wenn dieser Mann auf die ein oder andere Weise mit dem Tod eines Kreml-Mitarbeiters wie Alexander Scherbakow zu tun hätte. So eine Verknüpfung könnte richtig Furore machen. Und als Ermittler wäre das dann allein ihm zu verdanken. Er bekäme Auszeichnungen und würde befördert. Der Beginn der Ärzteverschwörung steckt in Rumins Brief. Er hat sie erfunden. Seine Idee fiel auf fruchtbaren Boden, denn Stalin hat sie aufgegriffen. Die Idee von einer Verschwörung kommt zur richtigen Zeit. Stalin plant eine Säuberungsaktion innerhalb der kommunistischen Partei. Die Berias, Molotows, Malenkows, allesamt Profiteure der Säuberungen in den 30er Jahren, besitzen zu viel Macht und Eigenständigkeit. Stalin will sichergehen, dass die Parteiführer ihm treu ergeben sind. Wie bei der letzten Säuberungsaktion kann auch die nächste nur gelingen, wenn sie mit der Aufdeckung einer groß angelegten Verschwörung einhergeht, die das Wohl des Vaterlandes gefährdet. There's no conspiracy. There's nothing. Es gibt keine Verschwörung. Da ist gar nichts. Aber er brauchte die Verschwörung. Und er brauchte die Feinde. Ryumin behauptete in seinem Brief an Stalin, dass Abakumov, der Chef des MGB, ihm die Erlaubnis verweigert habe, Ettinger weiter zu befragen. Aber er hat es trotzdem getan. Warum? Weil Ryumin Abakumov bezichtigt, Teil eines jüdischen Komplotts gegen den Kreml zu sein. Plot against the Kremlin. Es gibt eine Anzeige gegen Abakumov vom 1. Juli. Stalin hat sie am 4. Juli bekommen. Und Abakumov wird als Chef des MGB entlassen. Zwei Tage später trifft sich das Zentralkomitee. Am 13. Juli wird ein geheimer Brief an alle Parteiführer in der ganzen Sowjetunion und die Führer aller Volksrepubliken verschickt, demzufolge es eine Verschwörung unter jüdischen Ärzten gäbe. Die Kreml-Führung sollte ausgelöscht werden. Und Abakumov, der Ex-MGB-Chef, mache mit diesen Ärzten gemeinsame Sache. Abakumov war kein gewöhnlicher Soldat, sondern Minister für Staatssicherheit. Niemand wollte seine Verhaftung geheim halten, und das war bei einem Mann wie ihm auch gar nicht möglich. Also musste man für seine Verhaftung irgendeine Erklärung finden. Deshalb wurde dieser Brief geschrieben, in dem seine Verhaftung mit einer zionistischen Verschwörung der Führungsriege des sowjetischen Geheimdienstes begründet wird.
Und die hat Abakumov als Minister für Staatssicherheit angeblich selbst angeführt. Der Komplott hätte das Ziel, die Machthaber, Parteifunktionäre, aber vor allem Stalin zu eliminieren. Dieser verbrecherische Plan sollte angeblich von Ärzten ausgeführt werden, die nach Weisung von Abakumov bewusst falsche Behandlungen und Medikamente verordneten und sogar Gift einsetzten, wodurch sie den weltweiten zionistischen Komplott unterstützten. Angesichts des Tempos, in dem er im Juli 1951 agierte, muss das Ganze mindestens über die letzten 4 Monate vorbereitet worden sein, wenn nicht sogar schon in den Jahren nach Stanows Tod, also zwischen 1948 und 1951. Jetzt erinnert sich Stalin an den Brief der Ärztin Lydia Timatschuk zum Tod von Genosse Stanow und weiß genau, wie er ihn strategisch nutzen kann. Stalin geht ins Politbüro, zieht den Brief aus der Tasche und sagt: Dieser Brief wurde mir 1948 von Abakumov und Vlasik vorenthalten, weil sie mit den Ärzten, die Stanow töten wollten, unter einer Decke steckten. Was wir allerdings aus den Akten wissen, Abakumov hat pflichtbewusst den Brief einen Tag nach Eingang Stalin vorgelegt. Er hat dabei bemerkt, dass Lydia Timatschuk, die Leiterin der EKG-Abteilung des Kreml-Krankenhauses, der Meinung sei, Genosse Stanow wird falsch behandelt. Und das könnte letztlich zu seinem Tod führen. Das wurde Stalin mitgeteilt. Jetzt könnte man natürlich sagen, Stalin bekommt sicher Millionen von Briefen am Tag. Woher wollen wir wissen, dass er ihn wirklich gelesen hat? Nun, auf dem Memo, mit dem Abakumovs Brief ankam, ist Stalins Unterschrift. Er schrieb persönlich darauf ins Archiv: S.T. Stalin. So the question is, how do you actually? Nun stellt sich die Frage, wie bringt man den Fall Ettinger am besten mit dem Tod von Stanow in Verbindung? Eine Möglichkeit wäre zu behaupten, Ettinger sei mit Vinogradov befreundet gewesen. Vinogradov war einer der Ärzte, die Stanow im Krankenhaus behandelt haben. So kämen die Ettinger-Story und die Stanow-Story zusammen. Und damit ist die Ärzteverschwörung geboren. Im Sommer 1951 vervollständigt Stalin seine Geschichte. Das Konstrukt: Spionierende Ärzte verüben im Auftrag des Westens Anschläge auf ihre Patienten, hochrangige Führer der Partei. Diese, angeblich von Zionisten initiierte Verschwörung, sei eine Gefahr für das ganze Volk. Dass ausgerechnet Juden die Täter sein sollen, ist kein Zufall. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs beäugt der antisemitische Diktator die 2,5 Millionen Juden im Land mit wachsendem Misstrauen. Die zionistische Verschwörung, derer Stalin und Rjumin Abakumov bezichtigen, habe ihre Wurzeln im jüdischen antifaschistischen Komitee. Das jüdisch-antifaschistische Komitee ist während des Krieges auf Stalins Wunsch gegründet worden. Amerikanische Juden sollten dazu animiert werden, die Rote Armee im Kampf gegen die Nazis zu unterstützen. Dem Komitee gehören bekannte jüdische Intellektuelle, Künstler und Ärzte an. Präsident des Komitees ist Solomon Nikols, Schauspieler, Regisseur und Gründer des jiddischen Theaters in Moskau. Musst doch nicht lachen.
Er ist dem Komitee nicht aus freien Stücken beigetreten. Aber es gab damals keinen Juden, der bekannter war als er. Also wurde er einfach eingesetzt. Das war so üblich. Man konnte seinen Platz nicht frei bestimmen. Und so wurde er zum Vorzeigejuden der Sowjetunion ernannt. Sowjetunion. 1943 schickte Stalin Solomon Mikolz auf eine Tour durch die USA. Es gab ein Treffen. Ich glaube, es war in Chicago, wo an die 10.000 Menschen zusammengekommen waren. Und dort hielt er eine Rede. Er war ein großartiger Redner. Und er tat das auf Jiddisch, weil amerikanische Juden Jiddisch sprachen. Und er sagte, ihr sitzt hier und müsst euch keine Sorgen machen. Aber ihr wisst nicht, was eure Brüder in Europa gerade durchmachen müssen. Die Tournee ist ein großer Erfolg. Mikolz bringt viele amerikanische Juden dazu, die Rote Armee zu unterstützen. Mit der siegreichen Beendigung des Zweiten Weltkrieges, den Stalin den großen Vaterländischen Krieg nennt, verändert sich das Leben in der Sowjetunion. Der russische Nationalismus wird zur Basis eines Nachkriegs-Stalinismus. Fast zeitgleich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs startete eine Kampagne gegen Weltoffenheit und gegen Juden in der Sowjetunion. Die Propaganda war vor allem antisemitisch. Den Juden wurden ihre Jobs gekündigt, mit dem Argument, es gäbe zu viele von ihnen im Kunstbereich, zu viele jüdische Journalisten, Ärzte, Biologen und so weiter. Mikolz kommt mit einer Idee der jüdischen Organisation Joint aus den USA zurück. Im Süden der UdSSR, auf der Krim, soll ein autonomer jüdischer Staat entstehen, aus amerikanischen Quellen finanziert. Nichts konnte Stalin mehr missfallen. Die Idee, eine autonome Krim-Republik zu gründen, eine jüdische Republik, wurde vom jüdisch-antifaschistischen Komitee aufgegriffen. Nachdem es seine wichtigste Aufgabe, den Kampf gegen den Faschismus, verloren hatte, konzentrierte es sich nun auf die Gründung einer autonomen Krim-Republik. Für Mikolz und das jüdisch-antifaschistische Komitee ist dies der Anfang vom Ende. Amerika war der Erzfeind. Aus Stalins Sicht verfolgten die USA das Ziel, sich Anteile an unserem Land zu sichern. Und Stalin glaubte, dass Juden dahinter steckten. Stalin unterstützt die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. Nicht aus zionistischem Interesse, sondern um die Briten vom Mittelmeer zu vertreiben. Eine russische Obsession. Und er hofft auf Israels Dankbarkeit. Nur allmählich wird Stalin klar, dass nicht mehr Großbritannien der Feind ist, sondern Amerika. Als 1948 Israel gegründet wurde, stellte sich die Frage, wer sein Protektorat übernehmen wird. Amerika? Israel wurde zum Bindeglied zwischen den Juden und Amerika. Und damit waren nicht nur amerikanische oder israelische Juden gemeint, sondern auch die in der Sowjetunion. Sowjetische Juden reagieren begeistert auf die Gründung des Staates Israel. Sie sind sich keiner Schuld bewusst, denn Stalin selbst hat ja den jüdischen Staat unterstützt. Doch Stalin sieht in den Reaktionen einen Affront gegen seine Person und die UdSSR. Im Januar 1948 wird Solomon Mikolz Opfer eines Attentats. Seine Ermordung, als Verkehrsunfall getarnt, wurde von Stalin persönlich in Auftrag gegeben.
Es heißt, Mikolz habe sich amerikanischen Korrespondenten gegenüber abfällig über Stalins Schwiegereltern geäußert. Doch Mikolz' Tod ist nur der Anfang. Weitere 14 Mitglieder des jüdisch-antifaschistischen Komitees werden verhaftet, wegen Spionage verurteilt und hingerichtet. Bei Mikolz entdeckt Stalin einen interessanten familiären Zusammenhang. Sein zionistischer Entertainer hatte einen Cousin namens Miron Vorsi, leitender Arzt in der Roten Armee. Stalin setzt nun alles daran, die Akte jüdisch-antifaschistisches Komitee mit der Ärzteverschwörung zu verknüpfen. Im Herbst 1952 wird Stalins Leibarzt Wladimir Winogradow verhaftet. Sein Vergehen? Er verordnete seinem Patienten Ruhe. Für Stalin Grund genug, ihn als Saboteur aus dem Weg zu schaffen. Fatalerweise ist Winogradow auch der beste Freund von Miron Vorsi, des leitenden Arztes in der Roten Armee, und Solomon Mikolz' Cousin. Vater war immer so erschöpft und müde, dass er uns nur den Kopf tätschelte. Mehr Zeit hatte er nicht für uns. Und dann sagte er eines Tages zu uns: Kommt, wir gehen eine Runde spazieren. Das war eine unglaubliche Ausnahme. Also gingen wir los. Doch dann stellte sich heraus, dass er auf die Straße wollte, weil er bereits vermutete, im Haus abgehört zu werden. In der Nähe des Kreml-Krankenhauses sagte er zu mir: Winogradow ist verhaftet worden. Sie standen sich sehr nah. Wenn sie in Schwierigkeiten steckten, haben sie sich darüber ausgetauscht. Vater war Präsidiumsmitglied des Ärzteverbandes, was das Ganze noch beunruhigender machte. Stalin wusste, dass ihm ein Stück fehlte, um das Puzzle zu vervollständigen. Deshalb hat er von November an alles daran gesetzt, so viele Ärzte wie möglich zu verhaften, um in der jüdischen Gemeinschaft in Russland Angst und Schrecken zu verbreiten. Die meisten Ärzte kommen ins Gefängnis von Lefortowo. Die Verhaftungen erfolgen so diskret wie möglich und werden vor der Bevölkerung geheim gehalten. Man konnte den Gefangenen nichts vorwerfen, deswegen musste man Geständnisse erfinden. Stalin hat sie unter Druck gesetzt. Er rief fast täglich an oder traf sich mit ihnen und wollte Resultate. Er verlangte den Beweis, dass die Ärzte eine Verbindung zu Amerika hatten, dass sie einen terroristischen Plan ausführten, dass diese Ärzte eine Gruppe von Verschwörern waren. Stalin befahl: schlagt sie, gebt ihnen Todesstöße. Und sie taten es. Es war ihre Aufgabe, Geständnisse herauszupressen. Also schlugen sie die Menschen während der Verhöre, steckten sie in Kühlkammern, legten ihnen Handschellen und sogar Fußfesseln an. Sie ließen sie nicht schlafen, was auch eine Form von Folter ist. Sie mussten hungern und so weiter. Sie machten mit ihnen, was sie wollten. Es war meistens mitten in der Nacht. Um 10 Uhr ging das Licht aus. Und die Häftlinge waren kurz davor, ins Bett zu gehen. Dann kam der Wärter und sagte: Sie werden jetzt verhört. Das Verhör dauerte bis 5 oder 6 Uhr morgens. Ich hatte mich gerade aufs Bett gelegt. Da ging es schon wieder los. Aufstehen. Ich habe unter extremem Schlafentzug gelitten. In dieser ganzen Zeit, über all diese Monate, in denen sie versucht haben, die Leute zu Geständnissen zu zwingen, sagte Vater immer wieder: Ich habe weder Zhdanov noch Schscherbakow jemals behandelt. Ich hatte niemals Kontakt zu ihnen.
Der in Prag stattfindende Prozess gegen Rudolf Slansky konnte Stalins Generalprobe für das sein, was dem Land blüht, sobald alle nötigen Geständnisse vorliegen. Der Generalsekretär der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei steht für den Mordversuch am Präsidenten des Landes vor Gericht. Angeblich ein zionistischer Komplott. Slansky und 12 seiner Genossen werden Anfang Dezember 1952 öffentlich gehängt. Die Apparatschiks in Moskau lernen aus diesem Prozess. Wofsi war Oberstabsarzt an der Kriegsfront. Während viele seiner Verwandten dem Holocaust zum Opfer fielen, wurde er angeklagt, für Deutschland zu spionieren. Und er brüllte: Ich werde unterschreiben, dass ich als Spion für Amerika arbeite oder für England. Aber zwingen Sie mich nicht zu unterschreiben, dass ich als Spion für Deutschland arbeite. Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, ist im Holocaust umgekommen. Sie wurde in Simferopol verbrannt. Das hier ist die komplette Akte von Miron Wofsi, der am 12. November 1952 verhaftet wurde. Miron Wofsi, der Cousin von Mikuls. Ein renommierter Arzt mit einer internationalen Reputation. Es sind schockierende und abstoßende Dokumente, nach denen der arme Wofsi, der vom Alter gezeichnet und nicht mehr in der Lage ist, dem Druck standzuhalten, gleich am Anfang klein beigibt. Am 14. November 1952 erklärt der Rote Armee-Veteran Miron Wofsi vor dem Untersuchungsbeamten: Ich bin ein Feind der Sowjetmacht. Von meinem Hass gegen alle Parteiführer und die sowjetische Regierung geleitet, habe ich meinen Beruf als Arzt nicht dazu genutzt, die Gesundheit zu verbessern, sondern sie zu zerstören, um das Leben bestimmter Parteiführer zu verkürzen. Endlich hat Stalin das Geständnis, das er so dringend braucht. Er kann nun sein Volk dazu aufrufen, mit ihm gemeinsam gegen den Terror vorzugehen. Wie schon in den 30er Jahren wird auch jetzt von Moskau bis Wladiwostok die Pravda gelesen. Für Stalin das geeignete Propagandamittel, um im Volk für eine Säuberung innerhalb der Partei zu werben. Im Januar war die Ärzteverschwörung in aller Munde. Sie haben behauptet, dass das Komplott für den Tod von Stanow, Schcherbakow und Dimitrov verantwortlich ist. Also eine ziemlich beeindruckende Liste. Die Zeitung Pravda mit einer Auflage von 18 Millionen veröffentlichte erst 9 und dann 13 Familiennamen. Ärzte wurden als Attentäter angeklagt. Und Vater wäre angeblich derjenige, der seinem Cousin Wofsi die Todesliste ausgehändigt hätte. Это же написано в газете «Правда». Es stand in der Pravda. Man fragt sich, worum es überhaupt geht. Wie soll ich es glauben, wenn es in meinen Augen um einen Fremden geht? Nicht um meinen eigenen Vater. Der Nachname war Kogan. Bestimmt war jemand anders gemeint. Wir haben die Entwürfe der Artikel, die an Stalin geschickt wurden, mit seinen Korrekturen. Daran können wir genau erkennen, dass Stalin jedes Detail geprüft hat. Die Nachricht sorgte für eine Menge Aufsehen im Land. Viele Menschen glaubten, dass die Ärzteverschwörung ausschließlich von Juden ausging. Die Bevölkerung dachte, dass einige jüdische Ärzte ihre Patienten absichtlich falsch behandelten. Das führte zu einer Paranoia und Angst vor jeglicher Behandlung.
Die Leute sahen uns nicht an, um uns nicht grüßen zu müssen. Wir waren ausgestoßen und wurden ausgegrenzt. Wenn wir in einem Bus stiegen, hielten sie Abstand. Und das hatte absolut nichts mit unserem Vater zu tun. Die Menschen auf der Straße kannten uns nicht. Trotzdem zeigten sie mit dem Finger auf uns und sagten: Jude, wo willst du hin? Geh in den Ofen, nach Sibirien, du Kreatur. Der Antisemitismus auf der Straße war unerträglich. Etwas brodelte im Land. Es fühlte sich an wie 5 Minuten vor den Pogromen. Die Leute hatten Angst vor jüdischen Ärzten, vor ihren Giftspritzen und so weiter. Sie weigerten sich, zu diesen Ärzten zu gehen. Die Atmosphäre war wie in einem riesigen Irrenhaus. In dieser muffigen, düsteren und harten Gesellschaft hatte das schreckliche Konsequenzen. Die Angst vor Ärzten und der Judenhass breiteten sich im ganzen Land aus. Die Folgen davon können noch heute wahrgenommen werden. Nur ein Ereignis konnte diesen Albtraum beenden. Nach langer, schwerer Krankheit ist der Vorsitzende des Ministerrats der UdSSR und Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Josef Vissarionowitsch Stalin, verstorben. Nina hat im anderen Zimmer geschlafen. Ich kam rein und sagte so etwas wie: Stalin ist tot. Sie sagte daraufhin: oh, oh, oh. Und versteckte sich unter der Bettdecke. Als ich in den Kindergarten ging, um meine Tochter abzuholen, weinten dort alle. Sie hatten noch nicht bekannt gegeben, dass Stalin tot war. Das sagten sie erst später. Und auch, dass Trauerfeiern stattfinden würden. Für uns war das keine schlechte Nacht. Denn wir sind davon ausgegangen, dass sie uns in dieser Nacht nicht verhaften würden. Normalerweise haben wir immer tagsüber gebadet, damit wir nicht schmutzig sind, wenn wir ins Gefängnis kommen. Aber an diesem Tag taten wir es erst abends und gingen mit gutem Gefühl ins Bett. Stalin starb am 5. März. Zum ersten Mal schien meine Mutter Interesse am Alltag zu zeigen. Sie saß da und verfolgte konzentriert die Radiosendung. Als Stalins Tod verkündet wurde, leuchteten ihre Augen, die über die Zeit ziemlich düster geworden waren. Sie sagte: Falls Vater noch lebt, wird sich eine Menge ändern. Das war am 5. März und am 6. oder 7. klingelte das Telefon. Eine männliche Stimme sagte: Ich rufe im Auftrag des Professors an. Professor, nicht menschlicher Höllenhund oder sowas. Der Professor bittet mich, Ihnen mitzuteilen, dass er lebt und sich um seine Familie sorgt. Was darf ich Herrn Professor ausrichten? Am Ende war Stalins größter Feind ein Blutgefäß, das in seinem Kopf platzte. Der erste stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Lavrenti Pavlovich Beria. Stalins Nachfolge beschäftigt die Funktionäre noch jahrelang.
Vielfältige Allianzen scheitern am mangelnden Vertrauen. Zu Beginn übernimmt der Chef des Geheimdienstes, Lavrenti Beria, die Macht. Eine seiner ersten Entscheidungen ist die Entlassung der inhaftierten Ärzte und ihre öffentliche Rehabilitation. Ein beispielloser Akt in der Geschichte der Sowjetunion. Berias Eifer wirkt wie eine Bestätigung, dass er möglicherweise das Hauptziel einer großen Säuberungsaktion war. Vater war wie ein Skelett. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern und will nichts Falsches sagen, aber er hatte unfassbar an Gewicht verloren. Er fragte meine Mutter, und Josef Vissarionovich ist tot? Er wusste es nicht. Und Mutter sagte, ja. Als ich die Zeitung aufschlug, ist mir aufgefallen, dass unter den rehabilitierten und entlassenen Ärzten der Name Ettinger nicht auftauchte. Mir war sofort klar, dass er tot sein musste oder eliminiert worden ist. Das hat sich dann auch bestätigt. Alle meine Versuche, Näheres über seinen Tod und seine letzte Ruhestätte zu erfahren, waren zwecklos. Wir haben keinerlei Unterlagen bekommen. Das Einzige war eine Sterbeurkunde. Die Todesursache war angeblich ein Herzinfarkt. Das war alles. Es gibt ein Gerücht, nachdem sich die Ärzte im Haus eines ihrer Mitglieder getroffen und ein Schweigegelübde abgelegt haben. Nie wieder sollte ein einziges Wort über die Ärzteverschwörung gesprochen oder geschrieben werden. Vater hat tatsächlich geschwiegen. Er hatte nur die Spuren und Blutergüsse von den Handschellen. Aber er hat immer seine Ärmel runtergezogen, damit man die Verletzungen nicht sah. Während der 7 Jahre, die er noch lebte, hat er nie etwas darüber gesagt oder zufällig ein Wort darüber fallen gelassen. Die Ärzte sagten über Wofsi, dass er immer Handschuhe getragen hat. Ich fragte, warum? Weil ihm alle Fingernägel gezogen worden waren. Die Leute haben die Folter ernst gemeint, wie die spanische Inquisition im Mittelalter. Dank Beria werden die meisten Ärzte, wie auch Solomon Mikols, im April 1953 rehabilitiert. Doch bis zum Ende der Sowjetunion bleiben die Akten zur Ärzteverschwörung unter Verschluss. Meine Angst war zu groß, um dorthin zu gehen und danach zu fragen. Also habe ich nichts gesehen und auch nichts gelesen. Das war es. Für mich war das Kapitel an diesem Punkt beendet. Die Rehabilitierung der Ärzte ist der erste Akt einer allmählichen Destalinisierung und der erste Schritt weg vom Kommunismus. Doch Beria bleibt nicht lange an der Macht. 3 Monate nach der Befreiung der Ärzte wird er verhaftet und von seinen eigenen Kollegen getötet. Im November 1954 wird Michail Ryumin für die Fälschung der Ermittlungsergebnisse verurteilt und auf dem Gefängnishof des sowjetischen Geheimdienstes hingerichtet.